Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahreshoroskops. Und da werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Bewegungen der Liebesplaneten Venus und Mars, wann sie besonders romantisch stehen und wann es kritische Phasen gibt. Außerdem schauen wir uns auch die Tendenzen für den Januar an. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter. Aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten. Die zeige ich euch in einem Extra-Video. Bevor wir anfangen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es nun auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 mit sämtlichen Zahlen und Daten zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr meine Arbeit an den Videohoroskopen und natürlich an diesem Jahreshoroskop. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe erhaltet ihr für 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte und natürlich auch in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch, also bleibt dran bis zum Ende des Videos. Und jetzt schauen wir in eure Sterne. Ihr startet voller Ideen und Projekte ins neue Jahr, denn 5 Planeten lenken die Energie in euer Zeichen und die Venus steht auch dabei. Falls ihr einen neuen Flirt am Laufen habt, wird es bestimmt gleich zu Jahresbeginn spannend, denn wir haben am 2. Januar einen Vollmond bei euch auf der Beziehungsachse. Und das kann hier einen Partner anzeigen, der sehr gefühlvoll ist oder sehr emotional und euch mit Beschlag belegt, während ihr wahrscheinlich stark mit euch selbst und euren ganzen Plänen beschäftigt seid. Aber immerhin, die Venus in eurem eigenen Zeichen zeigt an, dass ihr auch Platz für die Liebe lasst. Noch bis zum 18. Januar steht die Venus in eurem eigenen Zeichen. Das ist nicht nur schön für liebevolle Gefühle, sondern auch für eure Selbstliebe. Und die ist ja ganz wichtig, jetzt wo Saturn in eurem Zeichen steht. Da neigt ihr nämlich dazu, vor lauter Arbeitsaufwand und Projekten euer Wohlergehen ein bisschen zu vernachlässigen. Der Neumond am 17. Januar findet im Steinbock statt und er bietet euch die Gelegenheit, über eure Pläne und Vorhaben für das kommende Jahr, vielleicht sogar für die kommenden 3 Jahre, zu meditieren und Wünsche zu formulieren und euch dabei selbst liebevoll anzunehmen. Der Mars bildet noch bis zum 26. Januar einen günstigen Aspekt zu eurer Sonne und das gibt euch Schwung für eure Vorhaben und zeigt außerdem die Unterstützung von Freunden oder Mitarbeitern an. Für die Liebe ist es auch ein lustvoller Aspekt. Falls ihr also jemanden zum Kuscheln habt, nehmt euch Zeit dafür. Und das gilt vor allem für die 3. Dekade. Die Lilith steht ja auch bei euch im 1. Haus und beeinflusst die 1. Dekade und alle, die den Aszendenten zwischen 5 und 10 Grad Steinbock haben. Das kann bedeuten, dass ihr viel Freiraum für euch selbst braucht. Andererseits, wenn ihr Solo seid, wirkt ihr wahrscheinlich sehr faszinierend auf potenzielle Partner. Ihr seid aber nicht unbedingt in der Stimmung, einem Flirtpartner zuliebe irgendwelche Spielchen zu spielen, weil ihr eben mit euch selbst und euren Projekten beschäftigt seid. Die Mondfinsternis am 31. Januar bildet keine direkten Aspekte zu eurer Sonne, es sei denn, ihr habt Planeten im Wassermann oder im Löwen, dann könntet ihr sie allerdings deutlich spüren. In dem Fall schaut doch bitte in die Videos für Löwe und Wassermann, worauf ihr euch bei dieser Mondfinsternis einstellen solltet. Vom 10. Februar bis zum 6. März steht die Venus wieder sehr günstig für euch. Sie läuft dann durch die Fische und aktiviert den Romantikaspekt des Jahres. Da seid ihr dann durchaus offen für liebevolle Ablenkungen von eurem strammen Programm. Und wer von euch über den Jahreswechsel viel gearbeitet hat, sollte vielleicht einen Urlaub mit dem Partner in Betracht ziehen. Wer von euch gerne schreibt oder damit sogar sein Geld verdient, der wird in dieser Zeit die wunderbarsten Inspirationen haben. Der Aspekt ist auch wunderschön für Liebesbotschaften und Liebesgeflüster. Ab dem 18. März und bis zum 15. Mai wird der Mars durch den Steinbock laufen, durch euer 1. Haus. Und das ist eine Zeit, wo man besonders viel Kraft und Schwung hat, seine Unternehmungen durchzuziehen und oft auch sexuell einen großen Appetit. Allerdings gibt es in dieser Zeit vom 30. März bis zum 7. April einige Spannungen mit Mars, Saturn und der Sonne hier und auch Pluto später noch. Da müsst ihr damit rechnen, dass ihr zeitweise wie blockiert seid und das regt euch dann auf. In dieser Zeit dürft ihr euren eigenen Frust nicht am Partner auslassen.
Zum Glück kommt Hilfe von der Venus, die geht nämlich ab dem 31. März und bis zum 24. April durch das Zeichen Stier und bildet währenddessen einen sinnlichen und kreativen Aspekt zu eurer Sonne. Das ist sehr gut, um eventuelle Konflikte beizulegen und die Kräfte von Venus und Mars in konstruktive Bahnen zu lenken, besonders in der Zeit vom 12. bis zum 18. April. In dieser Zeit verbindet sich der Mars auch mit der Lilith und alle, die geflirtet haben und umworben wurden, haben dann vielleicht doch mal endlich Lust, sich auf diesen Flirt näher einzulassen, auch in erotischer Hinsicht. Vom 19. Mai bis zum 13. Juni wird die Venus durch den Krebs und damit durch euer Partnerhaus laufen. Das ist immer eine schöne Zeit für Geselligkeit und Begegnungen fallen einfach netter und liebevoller aus. Auch die Chancen, jemanden kennenzulernen, sind erhöht, besonders für Steinbock-Männer, die süße Flirts erleben können. In der Zeit vom 10. Juli bis zum 6. August läuft die Venus dann durch die Jungfrau, wieder in einem wunderbaren Aspekt zur Steinbocksonne und im Sonnenhaus der Reisen. Das kann also eine gute Zeit für einen Liebesurlaub sein und wenn ihr Solo seid, könnt ihr der Liebe auf Reisen begegnen. 2018 wird der Mars ja auch rückläufig und zwar zwischen dem 26. Juni und dem 27. August. Generell ist die Rückläufigkeitsphase von Mars eine Zeit, wo man sich wie gelähmt fühlen kann, wo Dinge zum Erliegen kommen. Die Konstellation kann euch auch beruflich Steine in den Weg legen. Dabei ist besonders die zweite Augusthälfte heikel für euch. Speziell für die dritte Dekade, denn da läuft der Mars nochmal ein Stück rückwärts in den Steinbock. Um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, wäre es am besten, in dieser Zeit Urlaub zu machen. Da werde ich dann jeweils in den Monatshoroskopen noch genauer drauf eingehen. Vom 9. September bis zum 31. Oktober läuft die Venus durch den Skorpion in einem günstigen und freundschaftlichen Aspekt zur Steinbocksonne. Aber sie wird währenddessen rückläufig, nämlich vom 5. Oktober bis zum 16. November. Und während dieser Zeit kommt es immer wieder zu heißen Spannungen zwischen den Liebesplaneten hier, Venus und Mars. Und die wilde Lilith ist auch mit beteiligt und auch Überraschungsplanet Uranus. Das heißt, in der Liebe geht es hoch her, man ist heiß und dann wieder kalt, man ist verliebt, dann will man sich wieder trennen. Ihr seid wahrscheinlich eher in der Position der guten Freunde, bei denen sich die anderen ausweinen, denn die Aspekte betreffen euch nicht so direkt. Es sei denn, ihr habt Planeten im Wassermann oder im Skorpion im Horoskop. Das müsste man in einer persönlichen Beratung klären. Falls ihr Single seid, kann aus so einer emotionalen Situation sogar ein Flirt oder eine neue Freundschaft entstehen. Trotzdem solltet ihr während dieser Zeit vorsichtig damit sein, neue Beziehungen anzufangen, denn Entscheidungen sind bis zum 16. November noch nicht sicher. Vom 1. November bis zum 2. Dezember kann es nochmal eine Liebeskrise für euch geben, und zwar vor allem für die dritte Dekade. Doch direkt im Anschluss daran wendet sich dann alles wieder zum Guten. Bis zum 7. Januar 2019 werden beide Liebesplaneten in Harmonie miteinander stehen und dabei einen wunderbaren Aspekt zur Steinbocksonne bilden. Das war der große Überblick über eure Highlights und kritischen Phasen im Jahr 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.